Hallo und willkommen zurück zu einem K-Pop-Unboxing von mir. Heute review ich das Album von G-Dragon, einer meiner Lieblings-K-Rapper aus Südkorea. Das Album heißt One of a Kind. Hier haben wir mal die Seite, G-Dragon. Also das Album ähnelt für mich wie eine Bibel, also es schaut fast wirklich wie eine Bibel aus. Und das macht auch G-Dragon wirklich so aus, weil er auch einzigartig ist. Er versucht wirklich seine Alben so zu gestalten, dass sie wirklich von den anderen, dass sie anders ausschauen als alle anderen, weil hier nehmen wir mal die Everybody CD, ganz stinknormal, mit ein paar Bildern drin, und die schaut dann halt wirklich anders aus. Und die kann man auch wirklich hier öffnen. Hier haben wir so eine Glanzfolie. Dann haben wir hier schon mal das erste Foto von G-Dragon. Also er ist G-Dragon mit den blonden Haaren. Dann nehmen wir erstmal die ganzen. Das ist so ein Bilderrahmen fast. Dann nehme ich mal die Fotos raus. Also es sind wirklich sehr viele. Es sind fast wirklich wie Fotokarten, wie man sieht. Dann auf jedem Foto ist hinten was drauf. Also es sind in Bibelphrasen draufgeschrieben auf Englisch. Dann haben wir hier mal das Foto von gerade eben mit Hunden und G-Dragon. Also G-Dragon ist wirklich sehr verrückt, also das kann man wirklich an den Bildern erkennen. Er versucht halt einzigartig zu sein. Dann hier G-Dragon in der Army, hier am Boden. Dann G-Dragon als Astronaut, wie man ganz deutlich erkennen kann, dass er hier steht. G-Dragon im Ballett, könnte man so sagen. Hier. Dann G-Dragon ganz ernst. Dann hier G-Dragon als Lehrer oder sogar noch selber als Schüler. Dann nochmal als Gangster. Hier ist die Rang. Ja, und da steht wieder dasselbe drauf hinten. Dann haben wir hier noch die Tracklist. Also das kann man so aufhalten. So, hier haben wir One of a Kind, was ihr vielleicht gerade im Hintergrund hört. Dann haben wir auch Crayon, das ist ein sehr gutes Rap-Lied, also ich mag das voll. Dann irgendwas auf Koreanisch, nochmal was auf Koreanisch. Today. Dann haben wir hier noch ein koreanisches Lied von G-Dragon mit Tablo, der von Epic High. Dann haben wir hier nochmal die Credits. Nochmal die Rückseite. Nochmal Credits. Und wie man sich halt bei YG anmelden kann. Ja, und das war's dann. Dann haben wir hier nochmal One and Only VIP vom G-Dragon. Und zum Schluss zeige ich euch nochmal die CD. Ja, und das war's eigentlich von meinem Unboxing. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!